Was, wenn man irgendwann wirklich zu dem Punkt käme, an dem man begriffe, was das Sache ist? An dem man begriffe, dass man bislang nicht mal bemerkt hat, dass man gar nicht begreifen konnte, was das Sache ist. Egal wie alle Funktionen, alle Phänomene, diejenigen, die wir gestern aufgeschrieben haben, der Verdummung, der Verklärung des Nebels, bis hin zur anderen Seite des Erkennens, des Nichterkennens oder der dritten Seite des heillosen Gellendens. Heillosen Gellenden. Was ist das? Angst? Nein. Nicht Angst. Gellenden Heillosigkeit. Unvollendbarkeit und so weiter. Alle Emotionen, alle Empfindungen, alle Gedanken, alle. Und seien es die ekstatischsten, die existenziellsten, die aufwühlendsten, die einschneidendsten, die Freude oder die Panik besetztesten. Alle die haben Funktionen, aber nicht diejenige, keine einzige davon erkennen lassen, machen zu können, was da wirklich Sache ist. Denn die Struktur funktioniert so gut, dass das nicht möglich ist, weil es sich schützt. Eben gerade durch zum Beispiel Tumpheit oder durch sein Gegenteil. Es leitet bestimmte Funktionen des Aufwachens, des Aufweckens, des Inbewegungssetzens ein durch den heillosen Schrecken dieser offenen, tubulären Systeme zum Beispiel, selbst durch das kurzzeitige Aufklaffen, oh, ich bin ja tatsächlich ausgedehnt, da als dieser Körper in diesem Raum, aber was heißt das? Das, was das bedeutet, da, Raum, Zeit, ausgedehnt, jetzt da. Jetzt wieder verschwunden, jetzt immer noch da. Was bedeutet es, die Vorstellung, von der Vorstellung, da zu sein, zu haben? Oder das Empfinden von dem Empfinden bestimmter Reize in diesem ausgedehnten Raum, die auf etwas Bestimmtes hinaus zu wollen scheinen.
Man begreift nicht, dass man nicht begreift, dass man nicht mehr begreifen kann. Ja, man begreift nicht, dass man nicht begreift, dass das so strukturiert ist, dass davon nicht ein einziges jemals begriffen werden darf.